Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Myarana. Wir waren stehen geblieben, nachdem wir die Bestie getötet haben. Und möchten jetzt zur Haltestelle. Um von da aus noch ein Stückchen mit dem Zug zu fahren. Und dann anschließend den Rest bis zur Burg zurückzulaufen. Was wir darauf auf dem Weg so finden, weiß ich nicht. Da ist so ein Elementardiener, man könnte mit dem mal anfangen. Solange der auch nicht trifft, ist noch alles in Ordnung, finde ich. Ja, leg dich ruhig hin. Ich hoffe, ich komme hier rüber. Es wird nämlich langsam steil. Aber es sieht gut aus. Autsch. Krieg ich mal Gefrierbrand. So, hast du nochmal so eine schöne Schulterplatte oder sowas dabei? Nein, leider nicht. Ich kann mal versuchen, mich zu heilen. Der steht wieder so komisch im Busch, bemerkt mich aber. Das heißt, ich werde ihn vermutlich auch schlagen können. Na, der muss doch nicht immer mich anzaubern. Ich finde das unverschämt. Hammer haben wir auch nicht mehr dabei. Also zum Reparieren. Und für die Stiefel habe ich keinen Platz mehr oder kein Gewicht mehr frei. Das heißt, ich muss auf jeden Fall in der nächsten Stadt auch nochmal einen Hammer kaufen. Geht es eigentlich in die Richtung hier noch weiter? Sieht mir nicht danach aus. Leider, leider. Na, wie es aussieht, kämpfen wir ziemlich viel gegen Elementardiener, aber es war in der letzten Folge eigentlich nicht anders. Bis auf die Abwechslung mit dem Drachen da. So, jetzt könnte mal ein bisschen Heilung drin sein, glaube ich. Okay, weit ist es bis zur Haltestelle eigentlich nicht mehr. Hälfte haben wir schon des Weges. Ich nehme jedenfalls mal an, dass die Haltestelle wohl der beste Anhaltspunkt jetzt wäre. Huch! Da bist du. Na dann komm mal her. Ich habe so ein bisschen Angst gerade um mein Leben. Jetzt weiß ich mal so ein paar Amulette. Gucken, was der Metalldiener dabei hat. Was haben wir sonst noch? Lindernden Balsam. Ja, das kann jetzt gerade noch ein bisschen dauern, aber ich kann ja gerade nicht laufen. Weil ich dafür ja das andere Amulett angelegt haben muss. So. Jetzt sind wir wieder hier. Und von hier aus geht es ein Stückchen nach Süden. Noch eigentlich mal gucken, ob ich von hier irgendwie da in die Stadt auch reinkäme. Letztes Mal waren wir da ja nur an irgendeiner Brücke. Aber wie es aussieht, komme ich da nicht in die richtige Richtung. Tragisch, tragisch, aber im Endeffekt auch egal. Bestimmt müssen wir da irgendwann sowieso noch hin. Na komm, der kann doch nichts. Sag ich doch. Und der auch nicht. Na gut, der kann mich niederstrecken. Also wenn wir nur am Boden sind und noch nicht zerstört, ist noch alles in Ordnung. Jetzt trifft er aber doch ein bisschen häufig. Danke. Keine Manieren, diese Skelette mal wieder. Die können nicht einfach so tot umfallen. Und der Heilzauber kann gerade auch nicht funktionieren. Und war ich da unten schon mal drin? Ich weiß das gar nicht mehr.
Marum-Grüfte, nee, da war ich nicht drin. Ich hätte mich vielleicht erst noch mal ganz heilen sollen. War ich hier drin? Nein. Hier ist Lava drunter. Gruselig. Eine Falle, also braucht man eine Sonde. Na komm, nur ein Schärf schon. Ich kann nebenbei nochmal eben versuchen, mich zu heilen. Funktioniert sogar auf Anhieb. So habe ich das gerne. Und nur ein Schärfst doch. Kann nicht so schwierig sein. Danke. Kommt sogar so ein Gestein rein. Kein Wunder, das hier scheint mir eine Höhle zu sein. Und wo eine Höhle ist, sollte ich vielleicht nochmal Bettlernase hoch. Ist aber nicht so geplant. Das Knochenmehl macht auch unglaublich viel eigentlich aus. 20 an Gewicht. Nicht so schön. Fleisch kann ich aber wohl gerade am ehesten da lassen. Okay, das sind die nächsten Gegner. Und da hinten sieht man schon was Magisches auf der Karte. Ich gehe mal davon aus, das würde man nicht sehen, wenn man nur da unten die Karte hat. Ja, doch, man sieht es angedeutet. Aber ich finde das da oben einfach übersichtlicher. Oh Gott, nicht schon wieder so ein Vampir. Was ist das hier eigentlich für eine Vampirregion? Au. Au, 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 au. Heiltränke haben wir auch schon ordentlich verloren. Das Vor ist, Vampire haben irgendwie immer so eine Chance gegen uns. Das finde ich von denen sehr unverschämt. Im Moment ist der Speer ja auch in keiner so guten Verfassung. Aber verbessert sich immerhin. Jedenfalls unsere Fähigkeit damit. Und das ist ja auch schon mal was. Weil immer treffen tun wir noch lange nicht. Obwohl nahezu schon. Obwohl das gerade ein schöner Gegenbeweis war. Vielleicht soll ich auch mal mehr so ein bisschen ausholen. Oder immer dann, wenn der sich gerade von einem Schlag erholt hat, gleich den nächsten nachsetzen. Das ist eigentlich auch gar nicht so leicht. Vor allem wird er ja auch nicht immer zurückgestoßen. Aber jetzt gerade funktioniert so halbwegs. Wenn man denn trifft. Oh, auf 95 verbessert. Wirklich unglaublich, wie schnell das geht. So, das Schild möchte ich gerne wieder mitnehmen. Weil das ist wertvoll. Ich weiß, was lässt man dafür da? Am liebsten würde ich ja so ein Ordensding da lassen, aber die. Es erscheint mir so einzigartig. Ach doch, ich lasse die dann. Obwohl, nee, ich lasse die nicht hier. Ich lasse so eine dunkle Elf-Schulterplatte hier. Was haben wir hier noch Schönes liegen? Erzrecher. 14.000. Ach, wertvoll, wertvoll. Ich glaube, ich werde jetzt mal was machen. Ich lasse mal Knochenmehl hier. Wir haben immerhin 100 Stück davon. Und die kann ich sowieso nicht alle zum Tränkebrauen nutzen. Jetzt habe ich eigentlich nichts mehr zum hier lassen. Ja komm, dann bleibt das Ding eben doch hier. Und das Knochenmehl bleibt zur Hälfte vielleicht hier. 52 werfe ich weg. Der Rest bleibt hier. Hier, die Vasen schweben schön in der Luft. Oh, und ob wir das knacken können. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir hier nochmal ein Reparatur mal finden. Weil dem Speer geht es ja nicht so gut.
Ach, ich gucke erstmal, was es hier so überall noch drin gibt. Einen Ruckler gibt es da drin. Oh, hier gibt es Tränke. Und das nicht zu knapp. Aber mit Lebensenergie wieder herstellen, nicht ganz so viele. Aber trotzdem nehmen wir hier die ganzen Heiltränke mal eben mit. Resistenztränke könnten wir eigentlich auch noch mitnehmen. Oh, hier haben wir... Was haben wir im Moment von Mörser und Stößel? Des Lehrlings. Hier gibt es einen des Gesellen. Nehmen wir den mit. Okay. Sehr gut. Das gibt Geld. Das gibt sogar ordentlich Geld. 28 wiegt das Ding. Na, so viel kann ich nicht mehr mitnehmen. Obwohl, Moment, das ist ein Speer. Den kann ich doch nicht hier lassen. 5 bis 32. Unserer macht weniger. Das heißt... Obwohl, mit Ebenerz kann ich wieder keine... anderen bösen Viecher schlagen. Also kann die immun sind gegen normale Waffen. Ja gut, dann bleibt das Knochenmehl ganz hier. Ich habe sowieso nicht so viel mit Alchemie gemacht, wie ich eigentlich vorhatte. Ich weiß gerade nicht. Ach, sonst lasse ich die dämonische Schulterplatte hier. Ne, mit dem Ebenerz-Speer kann ich solche Viecher auch angreifen. Die kommen mit normalen Waffen ja, glaube ich, nicht, oder? Der Knochenbogen ist jetzt nur mein Beispiel dafür. Und es hat keine Wirkung, genau. Dachte ich es mir doch. Das heißt, wir haben schöne neue Waffen gefunden. Und das ist auch gut so. Der Ahnengeist hat ein bisschen noch was Schönes dagelassen. Ektoplasma. Wenn man es denn unbedingt braucht. Ja, jetzt kann ich die Schulterplatte auch noch da lassen. Jetzt, wo ich die Gewissheit habe, dass ich den einen Speer nicht mehr brauchen werde. Hat sich gelohnt, für den Speer hier reinzugehen, finde ich. Bis jetzt hatten wir so einen schicken Speer noch nicht. Egal, weiter geht's. Ja, nach Süden eigentlich. Jetzt musste man hier einmal durch. Und dann kam man da zur Haltestelle. Genau so war das, ich erinnere mich. Aber es ist nicht in der Ahnengruft, obwohl hier eigentlich ganz in der Nähe ist, wo ich ja schon mal langgelaufen bin. Vielleicht hatte ich mir jetzt auch mal vorgenommen, da reinzugehen, und habe ich es wieder gelassen. Ah, ich weiß es nicht. Ist im Endeffekt ja auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir jetzt wieder zurück müssen. Und das heißt, wir reden mit dem Zugführer. Und ihr werdet nicht verletzt werden. Und reisen zum Grafensitz von Andamantar. Von hier aus können wir wahrscheinlich auch nicht weiterreisen, sondern nur theoretisch zurück, genau. Hier ist die Haltestelle. Jetzt ist die große Frage, wie kommen wir jetzt gleich da oben hin? Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal hier nach links. Aber ich würde auch sagen, nach links gehen wir es beim nächsten Mal. Ich hoffe jedenfalls, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.